wollen wir Titel oder wollen wir einfach guten Fußball sehen? Was? Beides. Beides. Ja, ich denke auch beides. Also Bayern muss aber dieses Jahr einen Titel machen oder in der Saison. Also das denke ich mal ist vorrangig. Also gut spielen wäre natürlich nicht schlecht. Also sie haben in der Saison schon ein paar gute Spiele abgeliefert. Also, aber insgesamt müssen sie halt dieses Mal wirklich Meister werden und sie werden es, denke ich, auch. Ist das der Grund, warum die plötzlich vermeintlich schlechter spielen, weil die jetzt nervös sind, genau deswegen, weil sie unbedingt einen Titel holen müssen und weil der Trainer vielleicht auch sagt, Burschen, Hauptsache keine Gegentore, weil wir müssen oben bleiben und der Rest ist mir wurscht, oder wie läuft das? Das glaube ich nicht. Bayern muss ja immer Meister werden im Prinzip. Also Bayern geht ja immer als Favorit in die Saison. Also von daher hat sich nicht großartig was verändert. Das Einzige ist, ich habe zum ersten Mal die Champions League Teil mal verpasst. Durch das ist halt der Druck vielleicht noch ein bisschen größer. Aber die sind alles erfahrene Spieler und haben in ihren Ligen auch letztendlich Druck gehabt. Und ich denke, dass sie das leicht bewältigen. Und ja, letztendlich glaube ich auch, dass Bayern sie durchsetzt. Ja, vor allem, das ist ja, wir reden von einer Krise, aber es ist eine Luxuskrise. Wir reden vom Tabellenführer. Also so schlecht kann es ja nicht sein, sonst wird man nicht da oben stehen. Außerdem sind das ja alles Menschen wie du und ich, die mal einen beschissenen Tag haben und dann vielleicht halt nicht so gut spielen. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Ob man da gleich von so einer Riesenkrise reden muss, das ist so ein mediales Problem, das der FC Bayern sowieso hat. Irgendwie, es gibt so Leute wie den Hoeneß, der ab und zu mal auf den Tisch schauen muss, um sich auszukotzen. Dann gibt es die Presse, die auf jeden Kommentar von einem Spieler nur so lauert und das ausbaut. Ich finde, das ist halt ein Zirkus, den muss man halt miterleben. Das gehört zum FC Bayern. War das schwer, diesen Zirkus mit auszuhalten für dich? Ja, für mich nicht. Also ich bin auch relativ jung, wo ich zum FC Bayern gekommen bin. Ich habe mir da gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Erst mit der Zeit hast du es dann so mitgekriegt, dass ja doch, ja, das doch nicht so einfacher ist von außen her. Aber ich persönlich habe das nicht so als Druck großartig empfunden. Hitzfeld ist der beste Trainer, den es gibt. Hitzfeld ist der beste Trainer, den es gibt. Trotzdem ist er mal vor 2 Jahren gegangen worden. Ist er wirklich der Beste? Für mich ist er sehr guter Trainer. Und ich glaube, in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren war keiner Trainer so erfolgreich wie der Hitzfeld. Und die Saison darf man auch nicht nur negativ sehen, das muss man ganz klar sehen. Die hat eine neue Mannschaft bekommen und muss die neue Mannschaft aufbauen. Und wenn sie nicht so gut gestartet wären, gleich mit so überragenden Spielen, dann würde jeder sagen, okay, das passt alles, die sind im Soll. Letztes Jahr war das große Problem bei Bayern München die Defensive. Sie waren letztes Jahr in der Defensive katastrophal. Also in jedem Spiel haben die 2 Böcke drin gehabt in der Innenverteidigung. Und die Innenverteidigung spielt es ja sehr, sehr gut. Also die Innenverteidigung hat ja 8 Tore zugelassen in 17 Spielen. Also das ist ein Wert, den gibt es halt sonst nur in Italien, sage ich mal. Und von daher denke ich mir, hat der Hitzfeld da gute Arbeit geleistet. Zum Schluss waren halt die Ergebnisse nach vorne nicht mehr so attraktiv oder die Spiele nicht mehr so attraktiv und jetzt wird natürlich alles negativ gesehen. Aber das Hauptübel von letztes Jahr, das hat er behoben. Und das, wie gesagt, das hat der Hitzfeld sehr gut gemacht und deshalb ist er eben für mich auch der richtige Trainer. Und wenn man ihm die Zeit noch gibt, dann denke ich mir auch, dass in der Rückrunde wieder besserer Fußball gespielt wird und auch die Tore wieder kommen. Steht der Hitzfeld für modernen Fußball überhaupt oder ist er eher halt einfach einer von der konservativen Sorte? Also wirklich modernen Fußball weiß ich nicht, aber also ich glaube, dass uns Hitzfeld verlassen wird Ende der Saison. Ich glaube, dass er sich, das ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ein Schweizer Nationaltrainer wird und sich da einfach ein schönes Leben macht in der Schweiz, in den Bergen. Das hat er sich auch verdient. Inwiefern, er versteht sich ja den modernen Fußball absolut, also der ist durch und durch Profi und ein Top-Trainer, aber ich glaube, er reibt sich da auch sehr auf, aber auch unnötigerweise. Das sind so Reibereien, die der Vorstand gerne erzeugt und die Presse, wie vorher schon gesagt. Ich glaube, es ist ein anstrengender Job, beim FC Bayern Trainer zu sein. Also ich finde es ja toll, dass der Luca Toni einfach immer richtig steht, weil wenn man das anschaut, er macht eigentlich meistens so Abstaubertore. Wenn er irgendwie im 16er am Ball irgendwas machen muss, verstolpert er sich ja meistens irgendwie relativ ungeschickt. Ist das eigentlich wirklich ein Weltklasse-Stürmer oder ist der einfach nur, was ist der eigentlich? Ja, ist schwer zu beurteilen, also er ist nicht so spielstark und ja, also er hat nie bei einem großen Club gespielt, also von daher muss man immer vorsichtig sein, ob es ein Weltklasse-Spieler ist. Aber er ist zumindest Weltmeister geworden, also das muss er erstmal zusammenbringen, sage ich mal. Und seine Tore hat er überall geschossen. Es war zwar öfters mal in Italien in der zweiten Liga oder bei kleineren Vereinen, aber ja, also eine Torgarantie hat er schon in gewisser Weise. Und von daher denke ich mal schon, dass für Bayern eine Bereicherung ist. Also er ist ein Glückspilz.
Ja, glaube auch. Also, so ein kleiner Stolperer halt, aber wie gesagt, vor dem Tor stolpert er meistens rein. Aber ein guter Kopfballspieler ist schon, das muss man ganz klar sehen. Ein Storch. Was mich jetzt wahnsinnig interessiert hat, der Van Bommel hat sich zwischendurch mal kurz seine Arme mit was eigentlich eingrieben? Ja, da waren wir uns nicht sicher. Also du sagst, man schmiert sich nicht ein mit Fett bei Kälte. Ja, ich habe es nie gemacht. Also ich habe immer langärmlich gespielt. Habt ihr das auch gesehen? Der Marc Van Bommel hat sich in der, ich weiß nicht, sag jetzt mal 12. Spielminute ist an die Linie gerannt und hat sich Fett geben lassen und hat sich scheinbar die Arme mit Fett eingreben, nicht gegen die Kälte wahrscheinlich, sondern dass der Gegner besser abgleitet. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, an die Füße, da schmierst du schon so ein Massageöl hin, halt, damit halt der Gegner die nicht so gut backen kann. Das ist schon richtig, aber an die Arme habe ich es noch nie gesehen. Also keine Ahnung, was der da hingeschmiert hat. Das Holländer, keine Ahnung. Holländer, Holländer. Fischöl vielleicht.